Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Replay of the Week mit dem Type 59. Und das habe ich mir selber rausgesucht. Der X.X, wahrscheinlich heißt der einfach nur Dot, hat das Ganze hier hochgeladen. Karte ist Malinovka und es ist hier ein 7er 8er Gefecht. Da hat er natürlich ein bisschen Dusel gehabt, wobei Type 59 hat ja ein verbessertes Matchmaking. Das heißt, allerhöchstens Tier 9 Gefechte, die er hier sieht. Und jetzt schau mal, was er hier reißen wird. Auf jeden Fall wird es eine kurze, knappe, schnelle Runde mit viel Damage, beziehungsweise noch mehr Aufdeckung. Er ist schon mal sehr aggressiv hier. Die Spieler, die hier langfahren, gehen mir selber immer gut auf den Sack, wenn ich da stehe, wo der T20 steht. Weil man muss sehr viel Risiko zu gehen, um die zu besiegen. Und in der Regel bekommen die dann, so wie hier der TVP, dann schon vom gegnerischen Team. War ein guter Trade. Er hat schon mal 500 Damage fast gemacht, 870 unterstützt und hat nur einen einzigen Hit bekommen. Und jetzt kann er hier nochmal mehr nerven. Also ein cooler Spot, kann ich nur empfehlen. Geht mir immer gut auf den Sack, wenn ich da als Gegner am Start bin. So, jetzt hat er ein paar Hits reinbekommen vom T20 und vom Panther. Munitionslager musste sofort wieder reparieren, weil das ist natürlich essentiell. Jetzt hat er dem T20 eine verpassen können. Er bleibt hier natürlich an der Position, denn hier kann er immer schön aufdecken und einfach unsäglich nerven. Und man sieht hier, der IS hat auch schon einen schönen Spotting gegeben. Jetzt kommt der Leo runter, weil das ist so dieser Moment, den will man als Gegner einfach weghaben. Dieses Nervbündel da unten. Aber man selber kann einfach kaum was machen, weil sobald man runterfährt, ist man am Arsch. T20 und dann Chiri auch aufgedeckt. Ich muss dann natürlich ein bisschen aufpassen mit dem T20, dass er da nicht zu risikoreich spielt. Aber jetzt hat er auch den VK noch aufgedeckt. Also alles, was da beim Gegner steht, kriegt er, und jetzt hier der T20, knapp 600 Damage. Kriegt er da rein schon 3K Unterstützung. So, jetzt ist er mal hier oben angekommen. Auch da weiterhin ordentlich was an Gegnern zu sehen. Die Su auch noch gekettet dahingestellt. Denkt sich, ja gut, wenn sie schon da steht, dann nehme ich hier nochmal einen weg. Jetzt geht er auf den Chiri. Ich würde doch mal die Su wegmachen. Ja, ich hätte jetzt mit dem nächsten Schuss mal mir der Su angenommen. Aber in dem Fall denkt er sich, dann mache ich es halt jetzt. Und tschüss, Su. Jetzt hat er da noch einen Panther offen. 4000 Unterstützungsschaden. 2200 schon gemacht und die Runde ist gerade mal 3 Minuten alt. Also, die Runde läuft für ihn bestens. Besser geht's gar nicht. Das Einzige, was da nicht passieren darf, wo er gerade unten gestanden ist, dass die Art hier einfokussiert. Aber wir haben gesehen, hat sich nicht für ihn interessiert und das war natürlich auch sein Glück. Denn damit kann er dann easy peasy dann da wirken. Nur die Art hier kann einen da als Gegner noch richtig nerven. Der ging voll durch ihre Panzerung. 9:1, eine ganz klare Machtdemonstration von seinem Team und ihm natürlich auch. Dritter Kill, 3100 Damage, 4500 Unterstützung. Kill Nummer 4. Jetzt gibt es noch den VK, der steht irgendwo hier rum. Jo, genau, da ist er auch schon. Dann haben wir noch ein IKV irgendwo und eine Arti und dann war es das schon. Eine wahnsinnig schnelle Runde diesmal. Aber da muss man halt einfach sagen, Gegnerteam nicht gut agiert. Er wiederum sehr gut gemacht und holt sich dann die Lorbeeren ab. Schöner Hit auf den Udes und jetzt noch der VK. Kettet er ihn auch noch. Auch da sieht man mit Töpfchen gespielt. Der kettet ihn, um dass er auch noch hier den Unterstützungsschaden bekommt. Und damit war es das auch schon. Der hat 4000 Damage gemacht, 6340 unterstützt und das gerade mal in 4 Minuten und 37 fucking Sekunden.
ein Wahnsinnsgefecht und das in dieser kurzen Zeit über 10.000 Damage gespottet bzw. selbst gemacht oder unterstützt. Wow. Also, geile Runde. In der Kürze liegt die Würze. Das war mein Replay of the Week. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Euer Aikaramba.